herzlich willkommen zu unserer Serie über den Wiener Wohnungsmarkt. Heute widmen wir uns einem Bezirksteil, der in den vergangenen 10 Jahren einen unglaublichen Transformationsprozess durchgemacht hat. Es handelt sich hierbei um den Bezirksteil Innerfavoriten, im 10. Wiener Gemeindebezirk gelegen. Wie üblich starten wir mit einigen statistischen Informationen, bevor wir uns auf den Weg zu einem Lokalaugenschein vor Ort machen, um euch ein Gefühl für Stimmung und Flair des jeweiligen Bezirksteils zu geben und euch über aktuelle Veränderungen auf dem Laufenden zu halten. Im Anschluss kommen wir dann wieder hier ins Office zurück und ich gebe euch meine Einschätzung der Wohn- und Investmentattraktivität und der künftigen Entwicklung. Ich habe eine Karte vorbereitet, in der Bezirksteil eingezeichnet ist. Der Bezirksteil liegt direkt am Gürtel und war bis vor einigen Jahren Teil eines klassischen Arbeiterbezirks. Der Abriss des Südbahnhofs und die Inbetriebnahme des neuen Hauptbahnhofs Ende 2012 waren die Initialzündung für eine der größten Stadtteilentwicklungen der vergangenen Jahrzehnte. So wurden in den vergangenen Jahren an der Grenze zum 3. Bezirk die 2 Krätzl, Quartier Belvedere und Sonnenviertel weitgehend entwickelt und Wohnungen für mehr als 15.000 Menschen sowie zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen. Wie üblich habe ich euch an dieser Stelle eine kleine Übersicht einiger statistischer Daten zusammengestellt. Vorweg ist zu sagen, dass der Bezirksteil nicht sehr homogen ist. So stehen sich das riesige Neuentwicklungsgebiet Quartier Belvedere und Sonnenviertel und das in die Jahre gekommene Gebiet Innerfavoriten West in der Nähe des Matzendorfer Platzes gegenüber. Dazwischen liegt das jüngste Stadtteilentwicklungsgebiet Neues Landgut. Alle Bewohnerzahlen sind mit großer Vorsicht zu genießen, da viele der neu gebauten Wohnungen aktuell in der Vermietung sind und die Bewohnerzahl somit täglich steigt. Was sich mit Sicherheit sagen lässt, ist, dass dieser Stadtteil seit einigen Jahren einer rasanten Entwicklung unterworfen ist, die auch in den kommenden Jahren voraussichtlich anhält. Mit dieser Einleitung starten wir nun unseren Besuch vor Ort, bei dem wir uns die wichtigsten Straßen und Plätze ansehen und ein Gefühl für das Leben dort erhalten. Wir starten unsere Tour im Schweizer Garten an der Grenze zum 3. Bezirk. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, an dieser Stelle mein Hinweis auf das Video Zentral im Grünen, in welchem wir uns die Nachbarkrätzeln ansehen. Wir beginnen also gleich mit dem größten Entwicklungsgebiet der Stadt der jüngeren Vergangenheit. Wir sehen uns zunächst die Wohnungsentwicklungen im Quartier Belvedere an, schlagen uns südlich zum Sonnenviertel durch und biegen dann westlich Richtung Favoritenstraße ab. Wir sehen uns die neuesten Stadtteilentwicklungen Neues Landgut an und gehen dann weiter in Richtung Matzlensdorfer Platz. Die exakte Tour gibt es unten in der Infobox. Unterwegs zeigen wir euch typische Immobilien und erzählen ein bisschen etwas über die Sehenswürdigkeiten und die Bautätigkeit, sodass ihr einen guten Eindruck von diesem Bezirksteil bekommt. Starten wir los! Wir stehen hier nun an der Kreuzung Arsenalstraße-Canettistraße gegenüber dem Schweizer Garten, dem Ausgangspunkt unserer heutigen Tour. Unmittelbar hinter mir sehen wir eine der spektakulärsten Wohnungsentwicklungen der vergangenen Jahre, das Bell & Main, wobei die Grenzen zwischen Wohnungen und servicierten Apartments hier fließend sind. Selbiges gilt auch für viele andere Entwicklungen in diesem Viertel. Oftmals sind beispielsweise ein Fitnessstudio, ein Saunabereich, eine Rooftop-Bar oder ein Paketservice im Mietpreis inkludiert. Hintergrund ist die von vielen Entwicklern angestrebte Positionierung als internationaler Standard, nach amerikanischem Vorbild. Die gute Anbindung durch den Hauptbahnhof und die nahe Südosttangente unterstützen die Story vom international erfolgreichen Top-Mieter-Klientel natürlich sehr gut. Wir gehen nun die Canettistraße hinein und halten uns dann südlich Richtung Sonnenviertel. Wir haben nun die Landgutgasse gekreuzt und betreten somit das Sonnenviertel. Wir sind nun beim rund 7 Hektar großen Helmut-Zilk-Park angekommen, benannt nach Wiens langjährigen Bürgermeister, der bei einem hinterhältigen Attentat mehrere Finger verlor. Um uns herum sehen wir zahlreiche Neuentwicklungen, die vom geförderten Wohnbau über frei finanzierte Wohnungen bis hin zum Studentenheim reichen. Der Helmut-Zilk-Park bildet das Herzstück des Sonnenviertels, in dem insgesamt 5.500 Wohnungen für etwa 13.000 Menschen sowie 20.000 Arbeitsplätze und ein Bildungscampus entstehen. Wir gehen nun Richtung Favoritenstraße. Die Kamera läuft wie üblich mit. Wir sind nun bei der Sonnenwendgasse angekommen, die namensgebend für dieses Krätzl ist. Wir stehen hier nun am Fußende des Keplerplatzes, benannt 1871 nach Johannes Kepler. Dieser liegt direkt auf der Favoritenstraße, die namensgebend für den gesamten 10. Bezirk ist. Wenn man hier in die U1 einsteigt, ist man in gut 5 Minuten am Stephansplatz, also dem Herzen der Stadt. Wir gehen nun die Favoritenstraße Richtung Norden. Die Favoritenstraße ist eine Einkaufsstraße, aktuell noch im eher unteren Preissegment. Doch könnte sich dies in den kommenden Jahren, zumindest in Gürtelnähe, noch etwas ändern. Wir biegen jetzt gleich auf den Kolumbusplatz ab.
Wir sind nun bei der sogenannten Gösserhalle angekommen. Auf diesem Gebiet zwischen Landgutgasse, Laxenburger Straße und der ÖBB-Trassenführung wird in den kommenden Jahren ein vielfältiges Viertel entstehen, welches Platz für etwa 1500 Wohnungen, einen Bildungscampus sowie Büro- und Gewerbeflächen bieten wird. Im März 2021 wurde der Bauträgerwettbewerb für zwei Bauplätze ausgeschrieben. Wie in Wien bei Stadtteilentwicklungen üblich, wird auch hier Wert auf soziale Durchmischung gelegt. Etwa 50% der Wohnungen sollen von der Stadt Wien gefördert werden. Auch ein Gemeindebau ist geplant. Als Fertigstellung wird Herbst 2023 angegeben. Wir biegen nun gleich in die Landgutgasse Richtung Westen ab. Wir sind nun in die Herzgasse abgebogen und haben zu unserer Rechten den Waldmüllerpark. Der Park wurde auf dem Areal des Matzleinsdorfer Friedhofes errichtet und nach dem berühmtesten hier Begrabenen, dem Maler Ferdinand Georg Waldmüller, benannt. Wir stehen hier nun auf der Gudrunstraße, die den Bezirksteil im Süden begrenzt. Die Straße wurde 1900 nach der Hauptfigur in der Gudrunsage, dem zweiten großen deutschen Heldenepos neben dem Nibelungenlied, benannt. Die Gudrunstraße verläuft in Ost-West-Richtung durch den gesamten 10. Bezirk. Unweit von hier zwischen Gudrunstraße, Erlachgasse und Lebgasse liegt das ausgedehnte Gelände des Straßenbahnbetriebs Bahnhofes Favoriten. Wenn wir uns umsehen, sehen wir ein historisches Gründerzeitviertel, das ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Dies soll sich nach dem Willen der Stadt in den nächsten Jahren ändern, sodass eine gestützte Sanierungsoffensive in diesem Viertel bis weit in den benachbarten Bezirksteil im Norden hinein ausgerufen wurde. Es ist daher davon auszugehen, dass sich das Erscheinungsbild in den kommenden Jahren deutlich ändert, wobei der Charakter des Viertels aber dennoch beibehalten werden soll. Wir gehen nun die Gudrunstraße weiter westlich Richtung Matzleinsdorfer Platz. Wir sind nun am westlichsten Ende der Gudrunstraße angekommen. Hinter mir sehen wir die U-Bahn-Baustelle Matzleinsdorfer Platz. Ab 2026 wird man hier in 5 Minuten in der Innenstadt sein. Solltet ihr mehr zum U-Bahn-Ausbau wissen wollen, empfehle ich euch unser Video Bürgerlich gebildet im 8. und 9. Bezirk, in dem wir dem Thema mehr Beachtung geschenkt haben. Wir beenden hier unsere Tour und treffen uns gleich im Office für unser Wrap-up. Willkommen zurück. Ich hoffe, unsere heutige Tour hat euch gefallen. Aus meiner Sicht ist der Bezirksteil Innenfavoriten aus entwicklungstechnischer Sicht einer der absolut spannendsten für die kommenden 10 Jahre. Irgendwie erinnert er mich frappant an den Bezirksteil Nordbahnhof-Stuberviertel, den wir uns vor einigen Wochen in einem eigenen Video angesehen haben. Doch wie sind eigentlich die Bewohner ihrer Heimat? Und was bedeutet das für die Mietzinse und für die Investmentrenditen? Hier die Zusammenfassung. Die Bewohner sahen ihre Heimat in Summe durchaus negativ, wobei die Bewertungen mit großer Vorsicht zu genießen sind, da die Neoviertel, Quartier Belvedere und Sonnenviertel noch nicht in die Studie eingingen. Besondere Pluspunkte sind die Anbindung und die Einkaufsmöglichkeiten. Nicht so gut bewertet wurden der Verkehrslärm, die Luftqualität, die Nachbarschaft und die Grünflächen. Hinsichtlich letzterer wurde durch die Aufwertung des Schweizer Gartens und die Anlage des Helmut-Zilk-Parks in den vergangenen Jahren viel getan. Und gute Nachbarschaft kommt mit dem neuen Nobelbezirksteil Quartier Belvedere fast von alleine. Insofern bin ich zuversichtlich, dass wir diese Faktoren bei der nächsten Befragung schon als Aktivposten sehen werden. Was bedeutet dies nun für Mietzinse und für Investmentrenditen? Im Quartier Belvedere sehe ich den nachhaltigen Marktmietzins einer neuen, nicht so großen Wohnung im Regelgeschoss bei rund 12 bis 13 Euro pro Quadratmeter Wohnnutzfläche und Monat, in einem Tower möglicherweise auch etwas darüber. Ich habe zu Beginn des Videos darauf hingewiesen, dass viele Entwickler hier versuchen, Richtung Serviced Apartments zu gehen, sodass die aufgerufenen Mieten vermutlich etwas höher sind. Allerdings wären dann die Kosten für Fitnessstudio und Co. gegenzurechnen. Im dahinterliegenden Sonnenviertel dürfte der Marktmietzins aufgrund einer größeren Entfernung zum Hauptbahnhof etwa 1 Euro darunter liegen. Die Anlegerrenditen für sanierte Eigentumswohnungen sehe ich in beiden Vierteln bei rund 2,75%. In den restlichen Vierteln, von mir hier als Innerfavoriten West zusammengefasst, sehe ich den Marktmietzins nochmal etwas darunter, bei rund 10 bis 11 Euro, die Mietrenditen bei rund 3%. Wie bereits angedeutet, sehe ich hier aufgrund der geplanten Neuentwicklungen, der Sanierungsoffensive und nicht zuletzt der U2-Anbindung ab 2026 enormes Potenzial. Ich könnte mir vorstellen, dass hier in 5 bis 10 Jahren ein neues Stuberviertel entsteht und der Bezirksteil in Summe durch den Hauptbahnhof vielleicht irgendwann sogar noch mehr Charme und Hipsterstimmung entfaltet. Ganz ehrlich, die Mischung aus modernen Nobelhochhäusern und fast alten orientalisch anmutenden Gebäuden und Märkten eng nebeneinander lassen wirklich einen Hauch Dubai-Feeling aufkommen. Und das gemixt mit Wiener Schmäh. Einfach unschlagbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einige spannende Informationen für euch mitnehmen. Wenn dem so war, schenkt uns ein Like und abonniert unseren Kanal. So ist gesichert, dass ihr nie eine Analyse verpasst.